Hallo und herzlich willkommen im YouTube-Channel des CS-Mac, Deutschlands einzigem Computerspielemagazin, was frei empfangen beim Radio ist. Ich spiele heute mit euch Avatar The Game. Mein Name ist Nils Peschke, ich bin Chefredakteur und Sendeverantwortlicher des CS-Mac. Ja, momentan habe ich den Auftrag, die großen Zerstörer, das heißt, ich habe den Auftrag, die bösen Maschinen zu zerstören. Mein Glück ist, dass ich dort, wo diese Zerstörer sind, schon einen Portpunkt freigespielt habe, zu dem ich mich jetzt gleich porten kann. Dafür muss ich natürlich erstmal hier einen Portpunkt finden. Ja, aber das dürfte nicht allzu schwer sein. Der müsste eigentlich hier bei diesem Flieger sein. Ja, da ist er doch auch schon. So, hier dieser Baum. Der Baum der Vision. Auf dem kann ich mich teleportieren. Dafür klicke ich Teleport an. Und dann kann ich aussuchen, wo ich hin möchte. So, mein Einsatzgebiet sieht man auf der Karte in diesem gelben Kreis. Da muss ich hin. Also porte ich mich mal zu der Kahlschlag. Zur Grafik ist übrigens zu sagen, die Grafik ist wirklich schön. Und was mich verwundert hat, ist, dass die Grafik im Spiel besser ist als die Rendersequenzen. Das ist eigentlich schon relativ sicher. Und relativ, ja, unnormal für Spiele. Ich habe mich übrigens mittlerweile schon entschieden für eine Seite. Und zwar kommt man an einen Punkt, wo man im Prinzip die Entscheidung treffen muss, ob man sich den Navi anschließt oder lieber den Himmelsfliegern, also den bei uns als Menschen bekannten. Und hier muss ich jetzt die großen Maschinen kaputt machen. Und dafür bringe ich mich jetzt mal in Position, weil die fahren hier im Kreis. Und ich versuche jetzt gleich da drauf zu springen, deswegen bin ich jetzt mal hier hochgeklettert und warte jetzt, bis das Ding unter mir durchfährt und werde dann versuchen, einfach mich drauffallen zu lassen. Also das war für mich so das Logischste der Logiken, wie man hier drauf kommt. So, jetzt ist es unter mich, jetzt wollen wir mal springen und zack, bin ich auch schon auf der Maschine drauf. Dann wechsle ich mal die Waffe, weil das Ding haue ich wohl eher kaputt da. So, flupp. Und dann war die erste Planierraupe Geschichte. Das kennt man übrigens aus dem Film. Das ist eine der wenigen Sachen, die man aus dem Film kennt, wo man weiß, wie das zustande kommt mit dem Zerstören. Aber eine muss ich noch zerstören. Und die habe ich auch schon entdeckt. Und dann werde ich schon mal versuchen, das hier ähnlich zu machen. Die muss da vorne um die Ecke sein. Es ist nur die Frage, was fährt die für eine Runde. Diese grünen Dinger, die ich hier einsammle, haben übrigens den folgenden Vorteil. Und zwar können sie, wenn ich 10 Stück davon habe, mich quasi wiederbeleben. Oh, da sind ein paar Feinde. Oh, werden wir sie mal kurz ins Jenseits befördern. Oh, da ist ja noch einer. Wo ist der denn? Ach, da. Ich habe solche Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel hier, dass ich mich selbst heilen kann, Elias Garbe. Und die rettet mir dann doch das ein oder andere Mal das Leben. Aha, die haben hier also ein Lager. Dann wollen wir nochmal gucken, ob ich mich da unbemerkt hinschleichen kann. Dafür benutze ich eine weitere Spezialfähigkeit, das unsichtbar machen. Für eine gewisse Zeit. Und dann klettern wir mal hier. Auf das Bäumchen. So, jetzt bin ich wieder sichtbar. Ach, da ist ja einer. Guck mal hier. Aber hier unten bin ich ja, hier oben bin ich eigentlich relativ sicher, scheinbar. Ach, der blöde Hubschrauber da. Ah, da war der Hubschrauber-Geschichte. Ich bräuchte eine Schussposition.
Wo ist jetzt diese Maschine wieder hin? Die muss doch wieder hier vorbeikommen, das gibt's doch nicht. Schauen wir auf der Karte, wie die sich bewegt. Ah ja, 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 die müsste gleich wieder da sein. Übrigens, wer mehr über Avatar The Game erfahren möchte, der sollte vielleicht am 9.01.2010 mal ins CS-Mac reinhören. Von 19 bis 21 Uhr auf Radio Darmstadt. Den Stream findet ihr übrigens auf csmac.de. Da findet ihr auch weitere Infos über die Sendung und ja. Was man sonst noch so für Infos finden kann. Denn da haben wir einen Beitrag drüber. Nur jetzt kommt die leider diese blöde Ding nicht. Ah, haha. Das war dumm, dass du dich da hingestellt hast. Kann man gerade mal ins Jenseits befördern. Das nervt jetzt mich schon ein bisschen, dass diese Maschine nicht anmarschiert kommt. Dann werde ich mich mal zu ihr hinbewegen. Das bringt übrigens nichts, hier mit einer und derselben Waffe durchzurennen. Also man sollte schon zwischen den verschiedenen Waffen wechseln. Denn nicht alle Gegner lassen sich mit einer und derselben Waffe gleich gut begegnen. Auch schon wieder so ein Heli da. Und meine Lieblingswaffe, muss ich ehrlich sagen, ist immer noch der Bogen. Mit dem komme ich einfach am besten klar. So, jetzt steht hier diese Maschine. Hätte ich natürlich lange warten können. Jetzt nur die Frage, wie komme ich auf die drauf, weil die steht da so blöd. Kommt man da weiter? Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ein Königreich für einen Ikran. Naja, von da komme ich bestimmt drauf hier.